ein paar Tagen kam für alle gängigen Plattformen ein neues Spiel namens Battle Axe raus und ich gebe euch heute einen kleinen Ersteindruck in die Xbox Series S Variante, respektive in die Xbox One Version. Das Ganze gibt's natürlich auch für PlayStation und für Switch. Und Battle Axe lehnt sich an die große alte Zeit von Gauntlet an und nimmt sogar ein paar Inspirationen von Zombies Ate My Neighbors mit ins Gameplay hinein. Und was das Ganze ist, das zeige ich euch jetzt mal kurz im Ersteindruck. So, das Ganze ist von Numbskull Games. Es hat natürlich einen Single- und einen Multiplayer-Modus. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade. Es gibt noch einen CRT-Shader, den finde ich allerdings nicht so schön. Man kann Audio, Sounds und Musik an- oder ausschalten. Es gibt folgendes Control-Scheme, Ability, Melee-Attack, Fernkampf und ein Item. Und wir können uns natürlich bewegen. Und man kann auch die Sprache einstellen. Stellen das Ganze mal auf Deutsch. Und dann gucken wir uns das mal an. Es gibt zwei Spielmodi, eigentlich drei, aber die aktuellen beiden sind Arcade und Endlosmodus. Endlosmodus ist dann wirklich wie Gauntlet, also die Level sind zufallsgeneriert, es geht immer weiter. Und es gibt drei Charaktere. Es gibt einmal Rooney, den Marauder, das ist ein Zwerg. Dann gibt es hier die Dunkelelfe Faye und Lolo oder Iolo, den Druiden. Ich spiele am liebsten mit Faye, der Druiden. Die ist nämlich am schnellsten und sie ist eher Melee-Kämpfer. Sie kann zwar auch hier Messer werfen, aber immer nur ein Messer gleichzeitig. Das heißt, solange noch Messer auf dem Bildschirm sind, die kein Ziel getroffen haben, kann ich nicht das nächste Messer werfen. Das ist bei den anderen beiden Charakteren etwas anders. Die sind mehr auf Fernkampf ausgelegt, während sie hier die schnellere Nahkampfattacke hat und das macht mir persönlich mehr Spaß. Ziel des Spiels ist es, hier durch die Levels zu laufen und dann sehen wir hier, das ist der Part, wo es sich bei Zombies Ate My Neighbors bedient, müssen wir gefangene Personen retten. Da gibt es auch eine Anzeige für, die seht ihr jetzt nicht, weil mein Kamerafenster davor ist, aber da sehe ich, ich habe jetzt eine von 7 Personen eingesammelt. Und dann gibt es hier zwischendurch so Monstergeneratoren. Wenn wir die kaputt machen, dann spawnen in diesem Areal jetzt keine neuen Gegner mehr. Wir haben, ihr seht es links oben, wir können immer ein Item haben. Ein Chicken gibt uns einen Energiepunkt. Hier dieser blaue Trank, der gibt uns wieder volle Energie, falls wir welche verloren haben. Und wir sammeln zwischendurch Münzen. Die seht ihr unter meinem Charakterporträt. Damit können wir nach den Leveln Verbesserungen kaufen, wie zum Beispiel unser Leben vergrößern oder ein Schild, dass wir weniger Schaden kassieren oder unsere Laufgeschwindigkeit erhöhen oder. Das gibt es alles. Und das Spiel ist wirklich nicht einfach. Also ich habe es jetzt gestern oder vorgestern, als ich es gekauft habe, habe ich schon gute 2,5 Stunden gespielt. Ich bin nicht weitergekommen als bis ins dritte Level, weil es echt in sich hat. Man hat nämlich wirklich nur diese zwei Leben und wenn diese zwei Leben vorbei sind, dann war es das. Das war jetzt übrigens meine Ability. Also es gibt für jede Figur gibt es so eine Bewegung, wo man sich schnell vorwärts bewegen kann. Der Druide, der teleportiert sich, der Zwerg macht so einen aufgeladenen Schlag und sie macht halt hier so einen Klingenwirbel. Den finde ich von ihr auch am besten. Damit kann man die Gegner auch schädigen und ist kurzzeitig invincible, wie man so schön sagt, also unverwundbar. Und was man auch nicht kann, ist zwischen den Levels die Figuren wechseln. Also man spielt die ganze Zeit die Figur, die man am Anfang gewählt hat. Ich kann jetzt noch nichts dazu sagen, wie der Multiplayer aussieht. Der ist auch leider nur offline verfügbar. Also es gibt keine Möglichkeit, das online zu zweit zu spielen. Wäre natürlich auch noch cool gewesen. Geht aber leider nicht. Hier immer schön die Münzen einsammeln. Die Punkte sind für nichts wirklich gut. Jedenfalls habe ich dafür noch keine Verwendung gefunden. So, da oben gibt es ein Fass, das kann man zum Explodieren bringen und so. Ja, und so gibt es halt hier die verschiedenen Levels, die man durchspielen kann. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Level es tatsächlich gibt. Das ist ja hier nur ein Ersteindrucksvideo und kein Review. Aber mir gefällt das Ganze auf jeden Fall recht gut. Ich finde den Artstyle sehr, sehr schön. Ich finde die Musik auch ziemlich cool, muss ich sagen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo noch einen Gefangenen übersehen haben oder so. Wir wollen sie ja alle retten. Drei fehlen noch. Ihr seht jetzt, ich bin das erste Mal getroffen worden. Ich habe jetzt einen Energiepunkt verloren. Die Charaktere haben übrigens auch unterschiedlich viel Energie. Also der Zwerg startet mit der meisten Energie, während die Elfe die wenigste Energie hat, verständlicherweise. Und hier ist der erste Bossfight, Leute. Den zeige ich euch noch.
Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ja, der schießt da immer von seinem Ding aus und wenn die Kugel einmal unterwegs ist, dann kann man hier ganz gut ausweichen. Beim allerersten Mal, als ich hier war, bin ich gestorben, weil ich das Muster nicht schnell genug verstanden habe und auch nur noch einen Punkt HP hatte. Und die zwei Leben, die ihr da oben seht, das ist übrigens alles. Mehr gibt's nicht. Es gibt keine Continues. Man muss also, wie früher, das ganze Spiel mit diesen zwei Leben durchspielen. Das ist zu zweit sicher viel, viel einfacher als alleine. Aber hey, wer eine Herausforderung sucht und Spaß an solchen oldschooligen Pixel-Art-Abenteuerspielen hat, der kann sich Battle Axe auf jeden Fall mal angucken. So, hier können wir jetzt einkaufen. Chicken können wir als Item mitnehmen. Das hier ist ein Clear-All-Angriff. Das hier erhöht unsere Lebensenergie um 1. Das hier erhöht unsere Laufgeschwindigkeit. Das ist der Schild. Das konnte ich bisher noch nicht kaufen. Da weiß ich nicht, was das ist. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass das mehr Energie gibt. So, seht ihr? Jetzt habe ich einen Energiepunkt mehr. Also Leute, das war's von mir für heute. Falls euch das Spiel gefallen hat, guckt es euch an. Lasst einen Daumen nach oben da. Guckt euch meine anderen Videos an. Und vergesst nicht, montags, mittwochs und sonntags wird auf Twitch gestreamt. Vielleicht sehen wir uns ja da live. Also macht's gut, Leute. Bye, bye.